Jo Leute, was geht ab? Die zweite Generation ist endlich in Pokémon Go angekommen, deswegen fackeln wir nicht lang rum. Gehen sofort los und fangen diese kleinen Penner auf. Nice. Ach guck mal, hier ist ein Schwanz, Alter. Scheiße, das ist gerade verschwunden. Da war gerade ein Impegator, ey. Wir sind gerade ein paar Minuten unterwegs. Direkt hier schon eins der neuen Pokémon, Alter. Visor, findet ihr nicht auch, dass Visor so aussieht wie Lars? So breit und klein. Klasse, so. Und süß. Das ist schon direkt ausgerufen. Oh, warte. Boom, Alter, da haben wir Visor. Nee. Das erste von vielen heute. Weiter geht's. Schon wieder eins der neuen. Ey, schnell, den kleinen Penner habe ich noch nicht. Angst, den der Boy. Hopspross oder so. Ey, es fliegt einfach. Ja, das fliegt immer so hoch. Hast du's? Jawohl, ich habe es. Weiter geht's. Okay, Leute, gerade 10 Kilometer Ei und das ist ein neues. Also höchstwahrscheinlich von der zweiten Generation, wenn ich Glück habe. Ich mach's auch, ey. Oh mein Gott. Oh, ist einfach Tratini. Aber ist auch okay, dann kann ich mein zweites Dragoran machen. 107 Bonbons! Und ich habe schon ein Dragoran, Leute. Ich zeige euch noch kurz meine Pokies, die ich schon von der neuen Generation gesammelt habe. Ihr müsst wissen, der Boy ist ein Suchti. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, war nur unterwegs. Panzeron, Mantax, Octillerie, Sneebel, Traunfugil, Kramurk. Noctu habe ich sogar schon bekommen, ey. Und Kanimani, das ist mein kleiner Favorit. So, weiter geht's. Leute, ihr müsst wissen, wir haben nie aufgehört, Pokémon Go zu spielen. Seit dem ersten Tag zocken wir das every day, every night. Aber man muss schon sagen, jetzt mit der neuen Generation, das macht einfach wieder so viel Fun. Der Abenteurer in uns ist geweckt. Wir wollen einfach die ganzen neuen Pokémon finden. Wahre Pokémon-Trainer, von Herzen her. Ich glaube, Lukas hat eine Entdeckung gemacht. Ja, Leute, schaut euch das an, Alter. Griffel. Richtig geiles Pokémon. So, jetzt, das greift mich schon an. Alter, jetzt wo ich Griffel so sehe, ne? Findet ihr nicht auch, Griffel sieht aus wie Marius? Beziehungsweise Marius sieht aus wie Griffel? Also ich finde das. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare mit Hashtag Griffel. Das ist einfach Marius. Ja, Marius ist auch so ein Griffel, ey. Der mit seinen Riesenhände, ne? Ja, Mann. Griffel, ey. Das Gesicht, wie er so guckt, ist schon so ein Marius. Okay, jetzt haben wir ihn hier. Oh, Junge, Fleckmann, Alter, Fleckmann, du bist so ein... Alter, ich will doch die aus der zweiten Generation, ey. Egal, ich fange trotzdem, ey. Ich hoffe einfach, es flüchtet. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Oh Mann, es bleibt einfach drin, ey. Egal, direkt verschicken. Okay. Oh shit. Hier wird mir gerade ein neues angezeigt. Okay, lass rennen. Oh shit, ey. Wir müssen in die Richtung, Leute. Oh shit. Kondition im Arsch. Da ist es einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Snubbul, Leute, Snubbul, oh mein Gott. Okay, ich muss auch fangen, ne? Erstmal eine Sananabeere, dann habe ich direkt mehr Bonbon. Und ein Hyperball. Jetzt hüpft ihn einfach mit dem Curveball. Oh shit, ist schon ausgebrochen. Ich gehe lieber auf Safe, das Alter. Dumme ist, wir müssen das immer gleichzeitig. Ich geh auf Hyperbeere. Okay, Leute, ich hab's gerade so mit Daumen getroffen. Schau, ich für den Jackpot. Oh, ich hab's gefangen. Ja, Mann! Das nächste eingetragen, ey. Da hinten ist schon wieder neu. Wir müssen direkt in die andere Richtung. Da ist wieder zurück, ey. Wo ist der? Alter, wir sind gerade in die andere Richtung. Jetzt müssen wir wieder in die... Oh Gott. Wir gehen in den Beast Mode! Hast du's? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Teddy Ursa! Kann die Kamera nicht durch. So safe ein Hyperball für, ist mir alles egal. Oh, ich tipp ihn auch schon mal an, ey. Teddy Ursa! Oh mein Gott, der sieht so geil aus. Komm in hier. Ein kleiner Süßer. Ah! Episch. Es ist wieder Zeit für ein neues Pokémon, Freunde. Hier direkt an diesem schönen Diese See. Diese Locke, die da vorne rauskommt. So episch. Oh, Scheiße. Lampi, Leute, Lampi. Er ist richtig, das ist richtig schräg. Warte, ich mach mal AR an. Hä? Oh, ja, AR neben sieht Lars. Echt lustig aus. Es ist einfach neben Lars. Bruder, oh, yo, ist das ist ja krass, man sieht dann, wie ich da noch filme drin, Alter. Ja, das ist... Bizeps-Pose noch. Voll daneben geworfen. Okay, jetzt. Oh, shit. Jawohl, da ist das neue, Alter. Erstmal ein Körper in den See, Alter. Das lassen. Okay, nice. Hier ist einfach ein fucking Merrill. Der kleine Kloß. Ja, da werfen wir doch einfach einen normalen Pokéball. Gehen wir auf Nummer sicher, Freunde. Mit einem normalen Pokéball. Katsching, er ist drin, Leute. Okay, wir müssen weiter. Aufhin. Ja.
Kleiner. Ja. Willst du Sananabeeren kaufen? Gerne, Mann. Gib es. Ja. Danke, Mann. Jo, schon wieder ein Mist. Das ist weg. Ah, fuck, ich hab fast gestolpert. Scheiße. Ladybar, jawohl. Richtig süßes Pokémon. Mach schnell Akkustütze ab. Als ob. Muss schnell fangen, okay. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Oh ja! Oh Leute, Baldorfisch ist da. Oh shit, der bewegt. Oh. 1022, Alter. Nicht im Ernst. Kein Scheiß. Ey, ich hoffe, ich gette den, Mann. Junge, es ist gerade hier der Daily Struggle. Ja! Ich bin sehr dreckig. Ist egal, ich hab Baldorfisch. Er sieht richtig edel aus, Mann. Ey, so stark, was ist denn da los? Metallmantel. Leute, das ist der Running Gag geworden einfach bei uns. Metallmantel. Jeder hat einfach schon 100 Metallmantel bekommen. Das ist Pokémon Go Lifestyle. Ich glaube, noch ein Panzer-Aeron. Alter, führe mir den Weg, Alter. Sein, er muss da irgendwo bei der Kirche sein. Hauptsache, wir wollten eigentlich ganz in die Richtung laufen. Aber sind jetzt hier gelandet wegen Pokémon. Ey. So, wo bist du denn lang? Geguckt. Als ob geradeaus, oder was? Ja, ja, und dann rechts. Dann rechts. Jetzt hier rüber. Aber hier ist ein Nato. Hier ist ein Nato. Ja, Junge, den haben wir doch schon 300 Mal. Ach so. Kannst mal grün werden? Jawohl! Okay, jetzt doch geradeaus weiter, geradeaus weiter. Über links, da links! Oh Gott. Das ist die verwackelste Aufnahme aller Zeiten. Mitten auf der Straße. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ich brauche Sauerstoff. Wo ist der denn, Mann, der Penner? Hier links muss er irgendwo sein. Oh. Das ist nur ein Paras, Alter. Scheiße. Guck mal bei mir. Hier ist auch ein. Da ist er! Oh mein Gott. Wie viel hat der? 1190. Das war eine Babybeere. Oh. Ah, da ist er. Du geile Sau, Alter. Alter, warum fliegt der so hoch bei mir? Hey, ich muss den kriegen. Aber kannst du es nicht sehen. Ja, boah. Ja. Ja. Es hat sich gelohnt. Ja, geht auf die Kuh für Panzer. Was, danke, Mann. Schaut euch das mal an, Leute. Sobald die neue Generation draußen ist, sind alle wieder am Suchten. Über. Wieder abgestürzt. Ich dachte erst, so, da wäre Impegato oder so. Ja, aber Leute. Metallmantel. Überall wieder Lokmodule. Alle sind am Suchten. Wenn ich jetzt hier auch mal wieder reinkomme, kann ich euch nochmal zeigen. Immer noch Silvester hier bei Pokémon Go, ihr wisst es. Everyday Silvester Day. Alter, mein Handy ist komplett überfordert, beziehungsweise die Server. So, jetzt. Es baut sich langsam auf. Alles voll mit Lokmodulen, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hier. Ein paar Meter nebeneinander. Ab 7 kann man schieben, Leute. So ist es, Junge. Team Rot, Leute. Never forget Team Rot. Best. Boah, Alter, hier ist so wir viel. Sind immer die, die draufhauen. Team Wagemut. Erstmal Leberack. Okay, weiter geht's. Wir haben ja gerade noch einen nicen Spot gefunden und jetzt werden wir euch einen kleinen Trick verraten, wie ihr noch Evoli entwickeln könnt. Okay, da ist es. 715. 369 Bonbons. Perfekt. Geht ihr einfach hier auf Namen ändern und für Psyana, also dieses Psycho-Pokémon, das so ein bisschen lila ist, gebt ihr einfach ein Sakura mit R. Und dann gehen wir einfach, hab ich's richtig geschrieben? Naruto, Leute. Sakura, ja, müsste richtig sein. Und dann entwickelt ihr einfach. Und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Sehen, ob es überhaupt klappt. Also jetzt so fail. Ich habe einfach einen Tippfehler. Nee, es klappt. Wow. Sehr edel. Neuer Pokédex-Eintrag, das hatte ich nämlich noch nicht gemacht. Und 2254 mit 10 Kopfstoß und sehr. Und hat auf jeden Fall auch gute IVs, deswegen gehen wir einfach noch ein Power-Up. Ich gebe noch eins, komm. Bin nicht so geizig. 2338. Kann man mit leben, Freunde. Ja, ihr wisst, Leute, neue Generation heißt auch neue Evoli-Entwicklung. Wenn meins jetzt nicht wieder abstürzt, natürlich. Scheiße, ich wollte hier schon Smetto verschicken. Was mache ich hier? Nehmen wir einfach mal das stärkste Evoli, was ich gerade habe. Wie muss ich das nennen? T-A-M-A-O. Tamao. Du verarschst mich. Wie Mao Am, nur ohne Am und davor T-A. Okay, jetzt bin ich richtig. Schauen wir mal, was. Und Absturz. Und? Ist da? Ist da? Na Junge, ist ein Blitzer rausgekommen. Also. Joe, ist Naktara. Geil, Mann, ja. Naktara ist da. 1300 hat das. Ja, Naktara ist nicht so stark. Hat aber viele KP. Aber ist geil. Sehr gut. Leute, das war der Trick von den Brotatos.
abonnieren, liken. Ciao. Gerade in der City noch den kleinen Mogli-Mogelbaum gecatcht, oh, Leute. Rede, der ist rede. Auch sehr geil. Rede. Ah, was steht da denn? Entenbrot ist Ententod. Merkt euch das bitte. Leute, da sind ganz viele Natus. Ich zeige euch nochmal kurz mein Pokédex, damit ihr seht, wie viele heute schon gefangen haben. Wir sind jetzt bei 168 Gefangenen, 179 gesehen. Ja, von der ersten Generation fehlen leider auch noch ein paar. Hey, Junge, wie lange das braucht zum Laden, Alter? Was ist das für ein Scheiß? Und dann kommt hier die zweite Generation, Kanimani, sehr geil. Hier jetzt noch ein paar Zweitentwicklungen bekommen, Ledian. X-Button muss ich, kriege ich noch. Glowbox einfach noch bekommen, ey. Viele, die Rayman können. Shoutout. Ja. So sieht's hier aus, Freunde. Wir nähern uns auf jeden Fall straight den 200. Okay. Das war unser erstes Pokémon Go Abenteuer nach einer langen Zeit mal wieder, jetzt wo die zweite Generation endlich da ist. Wir sind hyped, wir haben Bock auf mehr. Gebt einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch Lust auf mehr Pokéblocks habt. Ansonsten, Metal, Leute. Peace.